Wien soll dann dafür sorgen, dass die Kannerrechte respektiert gehen. An dem ersten Text l'État veille. Nicht die Älteren. Du merkst so, die Älteren sind da, wie das Kannerrechte angehalten gehen. Nur an der aktuellen Formulierung ist nicht mehr klar, wen zuständig ist. Und die können sicher sein, dass mit der heutigen Verfassung nach vielen Diskussionen noch was durchkommen, wie dann gewischt ist, wen hört er mehr zu sagen, was kann er, die Älteren oder der Staat. Das gibt noch eine Diskussion. Familie. Haben wir eine Disposition dran, die dann der Form unseres Wissens noch auf der ganzen Welt nicht nachher geht. Wir innovieren, wir sehen, wie ging es so, und an dem Newspeak, den wir hier immer haben, ist das schon progressiv, also ein Rückschritt an der menschlichen Dignität, weil hier steht, toute personne a le droit de fonder une famille. Was ist denn die Familie? Wie ist sie definiert? Was ist sie denn? Geht das nicht? Und das ist eins, auf jeden Fall, Überzeugung, wenn wir das hier lesen, dass das dir groß abmischt, ob den zivilisatorischen Rückschritt, den die Leute recht aberkannt können. Hier haben wir also den Unterschied, wir vertreten als ADR, das Recht vom Kant, nicht einmal die, die an der Kannerrechtskonvention festgeschrieben sind, Artikel 7, all Kant hat das Recht auf seinen Eltern, seinen Mann, seinen Pap. Und hier, aber das ist ähnlich. Toute personne a le droit de fonder une famille. Der Staatsrat, den hat auch seinen Zweifel. Du hast gesagt, wir sollen da vorsichtig sein. Le Conseil d'État appelle dès lors à la prudence pour ce qui est de la consécration d'un droit subjectif justiciable de fonder une famille, un droit actuellement non encore reconnu comme tel au niveau ni du Conseil de l'Europe, ni de l'Union européenne, ni des membres de cette dernière, et dont l'étendue n'est pas clairement définie. Wo gehen wir hin? Was machen wir hier? Und wie geht die rechtliche Interpretation? Es ist nicht auch politisch hier. Da denkt CSV, dass du niemals hätte dürfen akzeptieren. Es ist schon DAX vorgestellt, wie vielleicht viele Kollegen erwarten, was ist denn noch von einer CSV übrig mit einem C am Numm, die so etwas akzeptiert? Es ist so nicht nichts mehr. Und das ist schön, weil als Partei bräuchte, als Land bräuchte, das ist eine Partei, die nach Migrosa, sondern die für so weiter ansteht, sie hat keinen mehr. CSV hat sich mit diesem Text desavouiert. All die heiße Sachen feiern der DDR dazu. Und wir sind hoffrisch drauf, Herr Präsident. Wir sind wirklich hoffrisch drauf, dass wir die einzige Partei sind, die prinzipiell das hier nicht akzeptiert. Wir wollen eine Partei, als die an dieser Diskussion die Dignität von Menschen, dem ganz Kleinen, den noch nicht geboren ist, bis zu jedem Rang im Land wirklich verdedigt, dann ist es der DDR. Ist doch nicht schlecht.